So, herzlich willkommen zum neuen Video. Es geht weiter mit unserem SEL. Und zwar gehen wir da ein bisschen näher drauf ein, was der so hat, die Mängel. Jetzt mittlerweile bin ich schon ein paar Meter damit gefahren und weiß auch jetzt mehr. Wir gucken uns mal da an, was da in letzter Zeit auch alles neu gemacht wurde. Das haben wir noch gar nicht durchgesprochen. Also wir machen jetzt eine Inspektion, weil er muss dann noch zum TÜV, weil ich will jetzt gleich im Prinzip sehen, ob er TÜV kriegt. Wir brauchen aber auch noch neue Reifen, weil die Reifen, was erzähle ich drin? Ich fahr schon rein. Wir haben hier Rechnungen bekommen. Das Gute ist an dem Fahrzeug, der wurde bei 217.000 Kilometer. Das heißt, genau vor 2000 Kilometer wurde Folgendes gemacht. Zum Beispiel die ganzen Auspuffrohre, Schellen, Bremsklötze, Hinterachse, Bremsbacken, Feststellbremse, aus der Auspuffanlage komplett, Abgasuntersuchung, TÜV und so weiter. Was denkst du, was er neu gekostet hat in Mark? Boah, ganz schwer. Wir reden von 81, wo du noch nicht da warst. 60, 65? Du kennst den Preis. Bis? 64,9. Toll. Du hast gespickt. Nein. Garantiert hast Nein. du gespickt. Garantiert. Nein. Niemals kommst du auf diesen 100.000 Preis. 100.000 Wie denn? Ja, weil ich mir gedacht habe, früher waren das, die Autos nicht so teuer. Aber ja, aber 5, das ist die S-Klasse. Aber 65.000 war damals schon eine Stange Geld. Mark. Ja, habe ich gerade Euro gesagt. Weiß ich nicht. 65.000 war damals ein Stange Geld. Ich glaube, ich habe keinen. Also kein 81. Ja. Das war damals extrem viel Geld. Und es ist brutal. Ich kann euch jetzt so nicht alles zeigen. Aber was denkst du, welche Ausstattung am teuersten war? Radio. Hier steht die teuerste Ausstattung. Oder was heißt teuerste? Ich habe es jetzt hier rausgefunden. Zusatzausstattung. Anti-Blockiersystem, also ABS mit echt? 2.150 Mark. Da haben sie damals dann immer gesagt, so, ja, brauchen wir nicht. Also hier steht Limousine mit Automatik, Lackierung, Anthrazit, Graumetallic, Velour, Anthrazit, Ausstattung. So, und da war der Grundpreis 45.000 Mark, wobei das jetzt wiederum netto ist. Also es ist schon krass, wenn man das jetzt, wir müssen dazu sagen, am 10. April, Entschuldigung. Ihre Bestellung vom 3.10.80 wurde das Auto bestellt. Und am 10. April 1981 wurde er zugelassen. Das heißt, er ist bald genau 40 Jahre alt. Mit der Erstzulassung. Fahrzeugbrief wollten sie damals 6 Mark. Machen wir, vielleicht kann ich es so zeigen, dass ihr das auch seht. Guck mal hier. Sonderlackierung 1160 Mark. Sonderpolsterung 1455 Mark. Das heißt, alles was über Leder, das war ja mehr wie Leder vom Wert her, deswegen war es teurer. Radio Europa Kassette, das war es nicht. Das ist nachträglich reingekommen. 850 Mark, Schiebedach elektrisch, 1090 Mark. Guck mal, wie der aufgeht. Pass auf. Hier. Funktioniert. Schön geräuschlos auch. Da hören sich heute neuere Autos schon anders an. Ne? Ja. Kopfstützen hinten 155 Mark, Tempomat 420 Mark, Zentralverriegelung 390 Mark. Also es sind schon, was heute natürlich alles Serie ist. Ne? Ja, vor allem wenn du jetzt hier so reinguckst, ne? Ja. Und überlegst, wie viel Geld das wert war. Und damals, dir dann so überlegst, ja, heutzutage wäre das Auto nackt quasi. Ja, aber umgerechnet wären das jetzt ca. 34.000 Euro. Ja, bloß war das damals. Das hat einen ganz anderen Wert gehabt. Da hast du ja auch, ich glaube, für 65.000 Mark hast du damals Wohnung gekauft. Ja. Locker. Ja. Ja, Scheinwerferwischanlage 430 Mark. Die Felgen 1090 Mark. Die Barock. Mhm. Ich gehe davon aus, dass es die war. Dass die Batterie eine größere Kapazität hat, 48 Mark. Der Feuerlöscher montiert 110 Mark. Hecklautsprecher Stereo. Wahrscheinlich sind es die rechts und links hinten. 255 Mark. Fensterheber elektrisch 1100 Mark. Es ist, ich finde es halt geil, sowas heute. Fahrersitz verstärkt, was heißt das? 29 Mark verstärkt. 29 Mark. 600 Mark Einbruch und Diebstahlwarnanlage. Also anspringt habt ihr gesehen, ne? Ja. Guck mal, wie er anspringt. Ich habe ihn jetzt gerade nur reingefahren.
er läuft nicht 100%, ne? Weil jetzt Zündkerzen, Luftfilter und alles. Klimaanlage geht natürlich nicht, ist ja wohl auch klar. 18 Jahre Stillstand, Fensterheber funktionieren. Vielleicht gab es, ich weiß es nicht, was es dort noch an Ausstattung gab, 1981. In dem Modell gab es hinterher viel mehr Ausstattung, siehe 560 SEC. Ob es 81 viel mehr gab, ist die andere Geschichte. Und was war jetzt hier drin, also ich kann mir das nicht so ganz vorstellen, was war jetzt hier drin, wo jetzt damals dann der Hans zur Lieselotte gesagt hat, boah, Lieselotte, guck mal hier, die Ausstattung hier, das musst du ja auch mal leisten können. So, was war jetzt hier so übel krass? Die Leute, die das Auto gekauft haben, für die war das normal. Ja, und was wäre für einen Normalsterblichen so krass gewesen? Für einen Normalsterblichen das Auto allgemein, die Größe. Es gab kein Audi, es gab kein BMW. Es gab, aber nichts Vergleichmäßiges. Ich glaube, da waren die weit, 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 weit voraus. Aber es war jetzt nicht heute, so, dass man gesagt hat, oh, der hat Klimaanlage so, das hat kein anderes Auto. Da gab es halt, in den USA gab es, war es gang und gäbe, aber hier in Deutschland ist das im Jahr 81 sehr, sehr selten gewesen, okay. Klimaanlage. Wenn du heute einen 81er, was gibt es einen 81er jetzt Beispiel? Alter Passat 81er, Klima, so gut wie nie. Vor allem, wir haben ja die Langversion. Habe ich auch vergessen zu sagen. Guck mal, dann war der da noch. Ein schönes Kennzeichen hat er auch früher gehabt. Was? HNM33. Wegen Mutter 33 oder was? Nicht wegen mir, sondern weil der Herr mit dem Nachnamen auch mit M losging. Ja, Rechnungen, Türgriff erneuert, das erneuert, Radwechsel. Das geile ist D-Mark, DEM. Radwechsel, 22 Mark. S-Klasse war halt in meinen Augen damals, sind sie klar, immer noch weit voraus. S-Klassen sind immer noch weit voraus, was weltweit Lieferungen betrifft. Im Gegensatz zum Sibanum und um A8. Also Stückzahlen her machen sie auf jeden Fall mehr. Aber ich glaube, dass es vorher mit Abstand noch mal mehr war. Weil einfach überall. Jetzt siehst du ja auch bei den Politikern auch mal ein VW, Audi oder sowas, ne? Oder mal ein BMW in Sibana. Aber das war früher das Ding. So, jetzt mal guck mal vorne. Oh, fahr ein bisschen zurück. Warte, ich fahr zurück ein bisschen. Ja. Was ich jetzt an dem halt schade finde, erkennt man das auf dem Video, die Flecken hier? Ja, sehr stark. Hier ist halt alles schön grau noch und hier, keine Ahnung, entweder stand er lange draußen wegen der Sonne. Das ist blöd. Hier der Fahrersitz. Moment, zeig ich dir. Der Fahrersitz ist hier abgenutzt und hat hier einen Riss. Ein Fahrersitz wäre cool, ne? Wenn wir einen Fahrersitz kriegen. Ich weiß halt nicht, ob wir das wieder behoben kriegen. Ich finde es hinten fast schlimmer sogar. Wo meinst du? Das hier. Ja, guck mal, das ist alles verbrannt. Ne? Ach du Scheiße, guck mal. Scheiße. Moment, ich könnte jetzt mit dem Finger hier durch und dann ist. Wenn du den Lack hier drüber, dann ist wie neu. Eieiei. Oh Gott. Soll ich die verarzten damit? Ich glaube, wenn du damit jemanden verarzt, stirbt er direkt. Obwohl er sich nur geschnitten hat. Scheiße. Was ist das? Darf man nicht zeigen? Weiß ich nicht, warte. Was ist das? Alter, wir dürfen das alles nicht zeigen, weil... Alter, warte! Da ich ist zeig die, doch nur dich. Da ist dich. Die Firma drauf von dem Vorbesitzer, ist der erste Hand. Das darf ich aber zeigen, oder? Doch, da steht nichts drauf. Das sind alles Visitenkarten von ihm. Was ist das? Oh, Säcke. Aber das eine kann man doch sagen, was es ist zumindest, das, oder? Das, was da jetzt rausgekommen ist, sind Kopien von Mann und Frau von einem Motorboot. Führerschein. Ja. Nehmen wir mal die Côte d'Azur damit gefahren. Was ist das? Das ist schon geil, gell? Wenn du so ein Auto kriegst und da kommt. Oha. Was meinst du, was da jetzt wert ist? Was Feines, oder? Ja. Für Mont Blanc? Mit echt Gold. Ich glaube, das Ding ist heute 80.000 Euro wert. Ich glaube es nicht. Ich auch nicht. Aber es ist so geil. So geil. Das darf ich jetzt wieder nicht zeigen, da steht überall, das sind Werbedinger gewesen. Streichhölzer. Meinst du, der geht noch? Ja. Wieder eins. Wahnsinn. Hat halt alles als Reserve da hinten reingelegt. Das sind Visitenkarten, die brauchen wir auch nicht. Die schmeißen wir alle weg.
Aber da war er ja noch mal irgendwas. Toll, ich will da jetzt nicht so drauf filmen. Ich weiß ja nicht. Was da? Da darf man auch nicht zeigen, jetzt, was das ist. Okay. Was ist das? Broschüren von der Firma oder was es ist. Das sind, darf ich auch zeigen, das sind Seife. Da ist vorne Werbung drauf. Okay, jetzt kann man sich vielleicht schon zusammenreimen, was es ist. Riecht noch? Ja, oder? Riecht mal. Oh. Das war noch. Ja. Deutsche Seife damals. Traditionsseife. Was? Traditionsseife. Ja, jetzt kommt das alles bestimmt von woanders, das Zeug. Seife ist ja auch mega der Markt, ne? Weiß ich nicht. Doch, bestimmt. Übel, die krank teure. Echt? Ja, ja. Okay. Das ist schon krass, was da alles rauskommt. Das hat auch niemand gesehen da hinten, ne? Nur der Mutlu wieder, ne? Der stöbert wieder überall rum. Jede Ritze reinfingern. Habt ihr schon mal sowas gemacht oder gekauft und dann, keine Ahnung, so einen Umschlag mit einer dicke, fette 1000-Mark-Scheide gefunden? Mir wurde mal ein Auto als Ding verkauft, als von einem Opa, angeblich, war der Vorbesitzer ein Opa. Und dann habe ich die Rücksitzbank mal ausgebaut gehabt und dann lag so ein Flyer von der Burlesque-Show in Paris. Was ist das? Burlesque-Show. Okay. Das ist quasi so eine Erotik. Aha, okay. Weil das Zeug muss man eh wegschmeißen, was da drin war. Und da muss man mal gucken, ob wir da was Neues kriegen. Ja. Radschrauben drin. Der Geruch, der rauskommt. Ja. Oh, noch ein Verbandskasten. Sieht er besser aus? Ah, das ein bisschen besser, ja. Sofortmaßnahmen. Gucken wir mal da drunter. Ah! Ersatzrad. Wunderbar. Was sind das für Kabel da rechts? Wie bitte? Die Kabel da rechts, unten. Das ist nicht von der Zentralverriegelung oder keine Ahnung von was. Das hier? Ja, ja. Wahrscheinlich Zentralverriegelung oder Hydraulik irgendwas. Wird so neu aus da? Ja, wir fangen jetzt mal vorne an, tun mal da Luftfilter, Zündkerzen und so mal wechseln. Dass der auch wieder ruhig laufen kann. So, eine Batterie haben wir auf jeden Fall schon mal rein. Das war die Bosch-Batterie, die eigentlich für den SEC gemacht ist. Aber da bestellen wir eine neue. So. Hast du keine Mutlup mehr? Die sind doch verbaut alle. Ich hatte jetzt noch geholt. Ich glaube, es wieder aus. Ah, den haben wir schon aufgehabt, ja? Ja. Luftfilter könnten wir mal wechseln. Ja, haben wir auch da. Mal wieder schon auseinanderfällt hier. Zieh mal eine Nase. Ölfilter, Zündkerzen, Öl machen wir jetzt neu und dann fahren wir dann zum TÜV. Reifen brauchen wir auf jeden Fall noch, weil die sind hier von 1996. 25 Jahre alt. Genau, das ist so, ne? Oh, vor allem wie hart die sind, ne? Also ich habe mit diesen Reifen nie gehandelt, weil das war noch vor meiner Zeit. Eigentlich könnten wir mal die Federn reinbatschen, die was da drin waren, wenn die reinpassen. Aber nicht für den TÜV. Obwohl, es waren alte Federn. Wenn du Gross drauf ist, dann geht's. Nein, das waren ja wirklich die Federn von damals. Komm, wir machen jetzt mal das und dann sehen wir weiter. So schlecht sehen sie gar nicht aus, gell? Ja. Ja, ein bisschen schwarz, aber bedenk mal, dass die so lange jetzt drin waren, ne? Und trotzdem nicht so. Ging gut raus? Ja. Bisschen schwarz, aber sonst. Der Nico hat einen Luftfilter eingesetzt gerade. Kann er jetzt seine Enkel erzählen? Jungs, ich hab damals in Heilbronn beim Onkel bei den Schwaben, beim Onkel Mutlu, ja, habe ich beim 80er Baujahr der 380 SEL der Luftfilter gewechselt. Das waren noch Zeiten, gell? Nicht, dass du Jungs erzählen. Was? Nicht, dass du Jungs erzählen. Da sagen sie, ah, mein Vater war voll der Hero. Jetzt machen wir Öl und dann machen wir noch Reifen und dann finito. Und dann fahren wir rüber zum TÜV. Ich lasse ihn jetzt mal laufen. Ich bin gespannt, ob er jetzt ruhiger läuft. Was denkst du? Kann sein. Vielleicht.
Läuft besser? Ja. Jetzt machen wir die Reibe noch. Und Öl. Und dann, was denkst du, kriegt der TÜV? Ja. Vor allem von unten ist das. Oh, hörst du die elektrische Antenne? Mhm. Sollen wir noch weiter suchen, ob es noch was anderes gibt? Ui. Ach du Scheiße. Die schöne Holzapplikation. Eieieiei. Oh! Oha! Weißt du, was das ist? Ja. Was? Mensch, ärgere dich nicht. Richtig. Als ob ich das nicht kenne. Aber wieso hat er bei Grün einen mehr? Bei Grün ist er 5 Stück, aber Gelb auch. So. Nur eins fehlt hier. Der Code fürs Radio fehlt. Muss man bei Blaupunkt mal. Aber ich glaube, da kriegst du nichts mehr, gell? Noch, kann schon sein. Hey, Junge. Da wurde Ölwechsel gemacht. Und wahrscheinlich heute Zündkerzen, deswegen sahen sie gar nicht so schlecht aus. 219.144. Und jetzt. Das waren vor 120 Kilometer. Ist wurscht. Einmal gemacht. Weißt du, was ist? Ein Fahrtenbuch. Ja. Prüfbescheinigung der Abgasuntersuchung. 92. Aber Radiocode habe ich nicht. Und im Checkheft gibt es jetzt in der Hinsicht. Nein. Da haben wir nur diese Rechnungen, die Historie. Doch, so Checkheft. Ein Eintrag. Super. Wow. Weiß nicht, warum das nicht. Ah, vielleicht ist der neu. Der kam neu. Also wenn ihr den Sitzer, könnt ihr mir vielleicht mal einen Tipp geben oder vielleicht hat noch jemand von euch so Sitzer rumliegen, die gut sind? Was willst du sagen für einen Tipp? Also das ist ja, also das hinten ist ja... Das nicht, aber ob man das hier vielleicht wieder ins Reine kriegt, weißt du? Das ist ja verbrannt so. Ja. Ich glaube, man sieht's. Tja, okay. Machen wir den Rest. Dann sind wir weiter, oder? Dann fahren wir auch eine Runde, oder? Okay. So, auf, Kennzeichen drauf und dann, was wir auf jeden Fall jetzt machen müssen. Wie würde es der Michel sagen? Den tun wir jetzt mal freie Blase. So ist richtig? So ist richtig? Hast du Mikro an? Oh, ah, Hast du Mikro an? Ja. Du tust immer nur so? Nein, des Tages, wenn du nicht mehr... Ist ja mittlerweile keine Seltenheit mehr geworden, ja, dass du Mikro aus hast. Ja. Soll ich was meinst du, 100, 200? 40 Sekunden. Ist das blöd? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Der fährt 8,8 oder so. Echt jetzt? Ist ein V8, Junge. Ja, sieht halt nicht so schnell aus. Jetzt steig ein. Ich weiß nicht, ob ich mich anschnallen soll oder nicht. Du sollst dich anschnallen, Junge. Guck mal, Tankanzeige. Pass auf, was der jetzt gleich macht. Oh, jetzt bleibt er. Also, wegen dem Anschnallen. Jetzt schnall dir. Du weißt, warum ich meine, sonst heißt es am Ende, ich schnall mich nicht an. Ja, das sieht ein bisschen dreckig aus hier. Ne? Ja, stand ja auch ganz draußen, aber. Ja, okay, dann ist es besser. Ich wollte Tankanzeige jetzt, pass auf. Wieso macht das nicht mal? So, pass auf. Na komm! Siehst du das? Muss man was gesehen haben. Banane. Ja, Fenster. Die sind, also zwischen dem Coupé und diesem Fahrzeug gibt es halt einen Unterschied. 560er SEC sind eher dann diese Damen als Zweitauto gefahren, so wie ich es so von früher noch kenne. Mag sein, dass es in anderen Orten anders war. Und diese Autos sind die Chefs gefahren, die Besitzer, Fabrikbesitzer. Und dann sind sie so drin gekommen. Mit dem Doppelkinn hier, den habe ich ja sowieso, da brauche ich nicht nachmachen. Mit der großen Brille. Da waren schon Zeiten. Wenn die so, wenn ich so als kleines Kind da auf dem Rücksitz saß, nicht in diesem Auto, sondern in irgendeinem Auto, in einem günstigen Auto, dann sind wir an solche Autos vorbeigefahren. Einmal haben wir gesagt, boah, ey, guck mal, der hat voll viel Geld. Und wir haben immer auf Tacho geguckt. Wenn das Auto irgendwo stand, das ist wirklich, das kennst du nicht, gell?
dass die Leute immer aufs Tacho geguckt haben und gesagt haben, boah, der kann 240 fahren. War doch, wirklich das so. Das kennst du sogar auch noch. Weil bei den alten Mercedes stand ja teilweise bei den alten Diesel nur 160. Ne? Hm. Und da war es wirklich so, dass die Leute, oder ich, immer ein Tacho reinguckt habe, boah, 240, boah, 260. Den muss man jetzt auf jeden Fall, also warm fahren lassen haben wir ihn schon öfter, sind jetzt so ein paar Runden schon gefahren. Was ich jetzt machen will, das ein bisschen höher drehen, dass der einfach nur frei bläst, weil ich will nicht wissen, was da für Ablagerungen alles sind. Schnell ist er nicht, ne? Hm. Schaukelpferdchen. Ja, Lenkrad. Kommt mir vor wie ein Kapitän im Schiff. Es ist auch so groß, gell? Soll ich Klima anmachen? Nee, bitte nicht. Lass die mal aus. Muss man erst befüllen. Was glaubst du, was da jetzt rauskommt, wenn ich jetzt volle Kanne Lüftung anmache? Ich glaube, dann lebt es hier drin. Irgendwann muss man es machen. Ja, aber das kann man ja im Stehen machen und dann wegrennen. Oder dem Micha sagen. Ja, oder ja. Hast du mal gesehen, da kommen von der Lüftung so komische Geräusche. Muss mal drehen und gucken, was hört ihr jetzt mal an. Am besten noch Türe zu, dass du es besser hörst. Okay, 4000 Umdrehungen. Also so Keilriemen und so, das und jenes muss auf jeden Fall noch gemacht werden, das haben wir jetzt nicht gemacht. Aber siehst du die verschiedenen Farben von den Tankanzeigen? Oder von guck mal, das ist alles orange. Sieht so aus, als wurde das mal erneuert. Siehst du das? Ja. Und der hier? Neongelb. Ja, auf der einen Seite grün, auf der anderen Seite ist gelb. Und die sind gelb und dann die Spitzen teilweise orange. Das Kilometerzähler sollte auch, ist auch original. Garantiert original. Ich glaube, kein Auto ist so original wie der von der Kilometer her. 217.000 Kilometer Inspektion, 219.000 Kilometer drei Monate später oder sowas abgemeldet worden. Seitdem. Hat sich die Inspektion gelohnt? Ja, das sind die Leute, die haben gesagt, das muss jetzt gemacht werden. Das gehört sich so. Heute sage die Leute, weg, bevor jetzt noch mehr Kosten kommen. Kenne ich. Die Bremsen sind ja auch neu. Machen wir einen Test? Nein, machen wir nicht. Bisschen. Okay, die sind neu. Aber ABS, ja, ESP ist. ABS und so. Schon geil. Vor allem, weißt du, diese keine hohe Mittelkonsole. Könnte jetzt von dir voll dir. Was ist das hier? Zigarettenschachtel? Hör mal auf! Ein bisschen. Das sind meine Kippen. Wieso guckt sie raus? Weiß ich nicht. Schauen Sie, meine Damen und Herren, das ist die heutige Jugend, so mit der halben Hosen. Was ist denn das hier? Soll man dran ziehen hier? Nein, hör auf! Das ist die Hose, die dreckig werden kann. So. Jetzt machen wir so, jetzt stellen wir das Auto ab und laufen zu Fuß zurück vom TÜV. Okay? Dann DS. Also da bin ich jetzt überfragt, was S heißt. Ich denke Sport. Also ich finde L viel komischer. L ist langsam. Nein. L ist Hochdrehzahl. S. Es soll der Sport sein, oder nicht? Ich denk's. Oh ja, viel sportlicher. Aber läuft schön, gell? Ja. Wir haben uns auf jeden Fall vorgenommen, die Farbe wird bleiben. Wir tun jetzt nur, ich habe schon mit Jasen telefoniert, am Kotflügel vorne und hinten am Seitenteil sind so ein paar Bläschen, dass man die wieder schön macht und dann einfach Originalzustand. Ein, zwei Dellen hat der hier, habe ich gesehen. Die lassen wir, wenn wir sie rausdrücken können, geht's. Wenn nicht, dann lassen wir sie. Bloß wegen der Sitze muss man mal gucken. Ich will aber kein Leder. Ich würde schon, wenn ich dieselben kriegen könnte, die wieder reinmachen, damit das so original ist. Ja. Und dann will ich eigentlich nur standardgemäß Federn vielleicht rein und dann so Oldschool-Felgen von uns, oder? Echt nur Federn? Ja. Oh, was steht denn da? Wo? Links. Was ist denn das? Ein alter Mercedes ist das. Und der andere? Auch. Cool. Es ist heute brutal, was an alte Autos jetzt mittlerweile wieder anfangen rumzustehen. Was vorher nicht rumstand, ne? Es ist wieder ein Wirbel da, sag mal so. Oder es fällt dir nur auf, weil du jetzt halt dann. Kann so natürlich auch sein, wenn du dich mit deinen Autos beschäftigst, dann fallen sie dir auch auf. Ich habe ganz früher gedacht, kein Mensch fährt Mini. Dann habe ich mir einen gekauft, auf einmal komplette Welt war voll mit Minis. Natürlich fällt dir das Auto am meisten auf, was du fährst. Ja, richtig. So, wir stellen jetzt beim TÜV ab.
Sollen wir gleich nach Haarzulassung fragen oder sind wir dann schon? Ja, mach doch. Fragen kostet nichts. Unser Benz hat jetzt TÜV. Bin stolz darauf. Und? Was noch? Ist alles eingetragen? Du hängst zu oft mit dem anderen Nico rum. Kann das sein? Nein, wir haben eine Haarzulassung schon drauf. Wir haben jetzt, wie gesagt, Zündkerzen und so haben wir gewechselt, die Reifen haben wir gewechselt. Von unten sieht er echt tipptopp aus. Jetzt ist wirklich die Überlegung, es ist nur ein einziger Eintrag, oder? Ein einziger Eintrag mit dem Kennzeichen HNM33. Das hat ja nichts mit Datenschutz zu tun. Das ist ja. Jetzt ist halt die Frage, würdest du den jetzt anmelden oder lässt du ihn auf erste Hand? Verstehst du, was ich meine? Das Fahrzeug ist jetzt fast 40 Jahre. Am 10. April ist es 40 Jahre alt. Oder wird es 40 Jahre alt. So, jetzt ist halt die Frage, würdet ihr den anmelden? Ich fahre nicht im Alltag. Wir wollen ein bisschen was machen mit Federn, was damals gab, Felgen, Retro. Und dann wollen wir ihn eigentlich ab und zu mal bewegen. Zwar kostet er jetzt Steuerversicherung nicht viel. Was kostet der zusammen vielleicht? 200, 250 Euro im Jahr wegen der Haarzulassung? Ich weiß es nicht. Sagt ihr mal, ob ihr ihn anmelden würdet, ob ihr sagt, scheißegal, dann bist du halt zweite Hand. Oder lass im Brief erste Hand stehen mit Müller und nicht Mutlu. Beispiel. Sieht halt immer besser aus, ne? Ja. Ich musste euch mal einen Witz erzählen. Ganz kurz, der fällt mir immer wieder ein. Wenn er bei einer Doppelhaushälfte, Nico, ja. der eine Besitzer Türke ist und der andere ist ein deutscher Arzt. Mhm. Wieso kostet das Haus vom Türken 600 wert und der vom Arzt 400.000 Euro wert? Keine Ahnung. Weil der Deutsche sagt, ich habe einen Türke als Nachbar und der Türke sagt, ich habe einen Doktor als Nachbar. Ja, der ist gut. Spaß, alles nur Spaß. Ja, kommen wir zum Abschluss. Wir gucken, was wir noch daran machen. Allzu viel wird da nicht passieren. Er wird auf jeden Fall zu Yasin gehen, gerade diese Bläschen nochmal machen. Zeige ich euch nochmal. Hier oben eine Delle, die lassen wir rausdrücken. Dann hat er hier. Hier. Genau, da. Und das hier wollten wir machen. Machen wir das nicht auf der Seite. Hier. Hier ist die Delle. Ja, Mini. Also es gibt ein paar Dellen, die du mal rausdrücken lassen. Auch das hier, das wird. Ich weiß nicht, ob das schwierig ist. Ja, gut, Schönheitsdinger können bleiben. Aber der ist ja auf der Seite blitzblank. Guck mal. Da hat hier gar nichts. Siehst du das? Mhm. Und auf der rechten Seite. Hier. Hat ein bisschen so Bläschen, ne? So Rostbläschen. Dann hat er hier noch so Rostbläschen. Da braucht man die Teile wahrscheinlich nicht einmal austauschen. Die kriegt man beim Lackieren so hin. Auch hier. So, dass er im Großen und Ganzen gut ausschaut und dass wir da ein Wertgutachten drüber machen. Und wegen der Innenausstattung habe ich euch ja schon gefragt. Vielleicht habt ihr sowas rumliegen. Ihr seht ja, es war ursprünglich mal grau. Was du siehst sogar noch. Sieht man das auf der Kamera? Ich weiß es nicht. Hier ist alles grau. Und das Bräunliche, das Grünliche hier. Ja, von der Sonne. Ja. Weißt, die Sitze sind hier nicht schlecht, nur oben sind sie kaputt. Und Fahrer ist am besten eine Velour-Ausstattung. Ungefähr in der Farbe wäre hilfreich. Falls da was sein sollte, gebt mir bitte Bescheid. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Bis dann. Ciao. Inspektion 2017, 2000.